Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei... Und nun viel Spaß. Minister, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Wir haben uns schon oft gesehen, aber heute erstmals in Beglitz. Richtig offiziell, hier sind Sie schon gelandet. Vor 20 Jahren schon. Genau, da haben wir alles gut geordnet damals. Freut mich. Herzlich willkommen. Danke schön. Hallo, Herr Kollege, Herr Minister. Grüß Sie. Der Herr Landrat, bitte. Herr Landrat. Kommen. Der Hemdlich, der ist jetzt Bürgermeisterkandidat, weil der Herr Tümmler nach 30 Jahren aus Altersgründen nicht mehr kandidiert hat. Der arme Kosche gibt mir so viel Arbeit ab. Dass als er gesagt hat, ich soll halt mal nach Oberfranken kommen, konnte ich ja schlecht sagen, dann komme ich nicht mehr. Das geht auch nicht. Mit Deutschland haben wir ungefähr, ich habe es in der Schule gelernt, 2 Milliarden war die Weltbevölkerung. Ah, schon ein bisschen her, dass ich in der Schule war. Aber Abitur habe ich mal gemacht. Ne? Also, Papa hätte danach gefragt, ne? Haben Sie auch Abitur? Ne? Antwort lautet ja. 2 Milliarden, inzwischen sind wir bei 7,5 Milliarden und in wenigen Jahren, Jahrzehnten sind wir bei 9 oder 10 Milliarden Menschen. Wir Deutsche sind also noch 1% der Weltbevölkerung und demnächst sind die Europäer sind heute schon zusammengenommen, nicht einmal mehr 10% der Weltbevölkerung. Es hat sich dramatisch verändert, es ändert sich weiter. Die anderen holen wahnsinnig schnell auf. Der Wettbewerb wird immer härter, die kaufen nicht nur von uns, ist ja gut, dass sie das machen, sondern sie machen uns auch immer härteren Wettbewerb. Man kann es übrigens auch im Sport sich anschauen. Wir werden jetzt wieder die Olympischen Spiele haben und wenn wir da sehen, wie stark aus allen Ländern die Athleten sind, nicht nur beim Fußball, sondern in allen Sportarten. Die Globalisierung ist eine Riesenchance für die, die erfolgreich sind, aber sie setzt alle unter einen unglaublichen Erfolgs- und Wettbewerbsdruck. Und in dieser Globalisierung haben wir Europäer nur eine Chance, wenn wir uns nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich so weit zusammenschließen, dass wir einigermaßen gemeinsam auftreten können. Und deswegen ist die wirtschaftliche Integration, der gemeinsame Markt mit einheitlichen Regeln notwendig, richtig und der Grund für unsere Erfolgsgeschichte. Wenn man Entscheidungen trifft, muss man immer abwägen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Und deswegen beschreibe ich ein wenig, was wir an dem Euro haben. Und jetzt beschreibe ich Ihnen, warum wir die Probleme haben. Meine Damen und Herren, wenn man das nicht versteht, kann man es nicht erklären, hat man keinen Rahmen für Entscheidungen. Und auch nur aus dem Entscheidung kann man auch sagen, was wir machen, warum wir machen und was wir nicht machen. Und weil wir, wenn wir es nicht unseren Mitbürgern erklären und wenn wir nicht selber uns davon überzeugen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, bei allen Unsicherheiten und Schwierigkeiten, dann werden wir unsere Aufgabe nicht erfüllen können. Die ist schwer genug. Und ich habe ja gesagt, letztendlich müssen die Griechen entscheiden, was sie wollen und ob sie es können. Wir können ihnen die Entscheidung nicht abnehmen. Wir können ihnen nur sagen, eine gemeinsame Währungsunion geht nur so, sie geht so oder sie geht nicht. Die Entscheidung liegt bei den Griechen. Ich habe das übrigens vor 1,5 Jahren schon im Bundestag gesagt. Das war im Frühjahr, mindestens 2011, ja, wenn nicht sogar länger. Wir sollten in Deutschland nicht schlecht über die Griechen reden. Das griechische Volk muss eine schwere Last tragen und das griechische Volk muss selber wissen, ob es diese Last tragen kann und tragen will. Deswegen müssen wir den Finanzrahmen für die EU einigermaßen begrenzt halten. Das ist die wichtigste deutsche Position, weil wir sonst genau dieselben Fehlanreize haben. In diesem Finanzrahmen, der ist immer noch hoch genug, 1% des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone, das ist ein Haufen Geld für 7 Jahre, wird es dann natürlich ein Ringen geben. Geben wir mehr Geld für Verkehrsprojekte, geben wir mehr Geld für die gemeinsame Agrarpolitik, geben wir mehr Geld für Regionalpolitik, geben wir mehr Geld für Förderung moderner Technologien aus. Das ist das übliche Ringen und
Und das sind gewaltige Verteilungskämpfe und dann natürlich auch noch, wie viel kriegt jedes Land und wie wirkt sich für die einzelnen Mitgliedstaaten aus, je nachdem, wie man die Programme macht.